Genau, Olaf Ittenbach, Interview für ittenbachfans.de, hier am Set von Savage Love. Sag uns doch mal, um was geht es in dem Film und wie entstand die Idee dazu? In dem Film geht es eigentlich um eine, ja, wie soll ich sagen, die Tochter des Teufels letztendlich, die seit Jahrhunderten irgendwie lebt und in der jetzigen Zeit ein ziemlich lustiges Domina-Studio gegründet hat. Und ja, die ganzen Mädels, die dort angestellt sind, sind eigentlich so Dämoninnen. Und sie sammelt das Blut von 666 Heiligen, also Menschen, die einen heiligen Namen tragen, um aus diesem Blut ihren Vater, den Teufel, wieder zu erwecken. Das Ganze ist ein Klamauk. Ich denke mal einfach nur ein Partyfilm. Okay, also können wir uns das ähnlich wie Premutters vorstellen? Fansblättermäßig, oder? Also ich denke jetzt nicht, dass es mit sowas wie mit Premutters zu vergleichen war. Premutters war so ein richtig schöner Trash-Film auf seine Art und Weise. Der ist es auf andere Art und Weise. Hat eine andere Art von Humor. Aber also es wird auf jeden Fall, denke ich, recht witzig werden. Okay. Welche Schauspieler spielen denn mit? Gut, die Schauspieler, die in dem Film mitspielen, also sind jetzt keine bekannten Namen. Ich meine, den einzigen, den vielleicht einige Leute kennen, ist der Dustin Semmelrogge, der dabei ist. Ansonsten, wenn der Philipp Schark, Vitalic Kühne, das sind jetzt Leute, die man, sag ich mal, jetzt so aus größeren Produktionen nicht kennt. Trotzdem hervorragende Schauspieler. Und ich habe jetzt natürlich für so eine kleine Produktion auch nicht so viel Geld, dass ich mir jetzt größere Namen oder sonst was leisten kann. Es ist, wie gesagt, ist eine kleine Produktion. Ich habe versucht, aus wenig Geld sehr viel zu machen, sehr gute Schauspieler herzubekommen und das Ganze auch von der Technik schön zu unterstreichen. Also ich denke, wir haben schon was sehr Brauchbares gemacht. Den nehme ich am Montag mit. Okay, da waren wir gleich beim Thema. Wie wird der Film finanziert? No Reason war ja von MIG. Also der Savage Love ist von einer anderen Verleihfirma produziert worden. Der MIG war in No Reason. Das ist ein New Media oder beziehungsweise ein New Flash Film jetzt, die den machen. Und ja. Und die bringen den dann sozusagen auch auf DVD raus? Richtig, das ist der Verleih, der das eigentlich finanziert hat im Vorfeld. Und ich liefere quasi die fertige Arbeit dann ab. Okay. Wann wird denn der Film fertig sein? Und wann kommt er irgendwo raus ungefähr? Also wir hatten heute den letzten Drehtag und ich gebe Vollgas, damit dass das Projekt so schnell wie möglich fertig wird. Es sind halt immer noch ein paar CGI-Sachen dann auch dran zu machen. Und es ist halt immer nicht einfach, weil ich da natürlich auf andere Leute angewiesen bin. Weil man muss immer eins bedenken bei solchen Geschichten, wenn so ein kleines Projekt, also von der Finanzierung her gedreht wird, ist einfach die Gage nicht da, dass ich die Leute auch bezahlen kann. Das sind Leute, die das einfach machen aus Spaß an der Geschichte und natürlich sind solche Sachen dann wieder, wenn es einen Job gibt, wo sie Geld verdienen, die dann immer wieder vorgehen. Das heißt, ich bin da schon immer sehr darauf angewiesen, ja, wie die Zeit der Menschen verläuft beziehungsweise welche Zeit sie opfern können. Ich denke, ich hoffe, dass es so schnell wie möglich geht. Okay. Gut, dann noch ein paar allgemeine Fragen. Familienratgeber 3 war mal im Gespräch, angeblich schon fertig gedreht, hatte ich mal gehört. Stimmt das? Oder? Weiß nicht. Familienratgeber 3 ist. Wir haben angefangen zu drehen. Und es ist also wirklich schwierig, sich noch mehr Blödheiten und Schweinereien einfallen zu lassen. Ich bin gut dabei. Und ich glaube, es wird richtig daneben. Okay, und es ist kein Film. Also ich nenne das nicht Film, das ist Trash. Aber er kommt noch. Der kommt bestimmt noch. Okay. Wenn nicht, dann nicht. Ich weiß es nicht. Aber. Okay. Woher nimmst du eigentlich die ganzen kranken Ideen für deine Splatter-Szenen? Die Frage ist gut, woher ich meine kranken Ideen nehme. Schau mir ins Gesicht. Okay. Warte ein bisschen runter, du bist im Licht. Weißt du, wann von No Reason eine Uncut-Version mal rauskommt? Ich habe leider keinen Überblick, wie die Verleihstrukturen dahingehend funktionieren. Oder
Ich weiß jetzt, dass er erstmal gekürzt rauskam, aber er wird auf jeden Fall ungekürzt kommen. Ich denke doch, oder ich meine auch, dass es ja für einen Verleiher interessanter ist, dass es sehr zeitnah passiert. Also, dass man jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, ein Dreivierteljahr auf eine ungekürzte warten muss, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich schätze mal, dass das eine Sache ist, die vielleicht in 3 Monaten oder so vonstatten ist, also dass das dann auch in ungekürzter Form auf dem Markt ist. Okay. Gut, und wann kommt denn endlich mal Legend of Hell raus? Eine Frage, die ich schon 2 Millionen Mal gestellt bekam. Und ich kann sie immer nur wieder gleich beantworten. Es sind 20 Minuten im Film, die vor Greenscreen gedreht sind. Und das ist alles CGI-mäßig zum Bearbeiten. Ich habe 8 CGIler, die das mittlerweile bearbeiten. Und es dauert einfach. Ich bin, wie bei allen anderen Geschichten, auch darauf angewiesen, auf die Leute, dass sie das in der Zeit machen, wann sie eben Zeit haben. Ich kann sie ja nicht dazu treten. Und das ist schon eine sehr aufwendige Geschichte. Und es wird einfach noch ein bisschen dauern. Ja, wie gesagt, ich stecke nicht drin. Ob das jetzt 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate sind, ich weiß es nicht. Okay. Da muss ich einfach selber abwarten. Ich telefoniere fast täglich mit den Leuten. Und lass mir immer die neuesten Showreels schicken, aber es sind auch immer wieder kleine Probleme, die auftauchen und so weiter und so fort mit Festplatten, mit Artefakten drin, was man nicht alles erlebt. Also es ist schon immer so grenzwertig, wie man erfährt, aber es wird kommen. Okay, heißt das, dass du da das neue Material dir anguckst und dann vielleicht noch Änderungswünsche daran hast oder sowas? Ja, selbstverständlich. Es kommt drauf an, natürlich bekomme ich die als Dateien immer erstmal zugemailt und beurteile die dann und oder sage, ja, so und so, das gefällt mir. Da können wir weitermachen, vielleicht da und da noch die kleine Änderung. Und ja, so lange bis das Ganze zufriedenstellend abgeschlossen ist. Okay, gut. Du hattest mal gesagt, dass du Poison doch noch fertig drehen willst. Bis da draus. Oh, Entschuldigung, gell, muss ich mal dazwischen noch was trinken. Das macht sich sehr gut auf jeden Fall. Die Stimme benetzen, ne? Tja, super sexy Käsebrot. Poison an sich, das war damals ein Riesenfiasko. Es geht eigentlich nicht mehr zum Wiederherstellen. Es gibt eine Abtastung, ja, aber ich kriege das in einen neuen Film nicht mehr rein. Und es ist im Moment auch so, es gibt keine Finanzierung mehr. Also da ist das Projekt viel zu groß, dass ich da in irgendeiner Form weiterarbeite. Noch einen letzten Gruß an deine Fans. Ja, ich bedanke mich natürlich bei allen, die dabei waren, die mich unterstützt haben, die mir das alles möglich gemacht haben. Dass ich den wunderschönen und stressigen Beruf vor allen Dingen lange ausüben konnte. Ja, nein, was soll ich noch weiter sagen? Wie gesagt, mehr als danke und kann ich nicht sagen dazu. Okay, danke für das informative Interview. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Super sexy Käsebrot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot, Käsebrot. Sexy, sexy Käsebrot.